Also, aufräumen. Du wirst gegessen, du wirst weggestellt. Du kommst da rein, du kommst... Du kommst da rein. Ist mir jetzt egal, dass das durcheinander kommt. So. Rasierer brauchen wir nicht. Hammer wollen wir mitnehmen. Wir wollen den Rasierer nicht mitnehmen. Wir wollen das Käfernetz mitnehmen. Genau. Das Fleisch wird verkocht. Stimmt. Essen sollten wir auch mitnehmen. Nehmen wir einfach das ganze Fleisch da. Das dürfte für 2 Tage mindestens reichen. Spinnennetze brauchen wir, glaube ich, nicht. Monsterfleisch bringt viel Nahrung, aber zieht die Lebenskraft ab. Das können wir auf gar keinen Fall gebrauchen. Hier ist alles voll. Das ist doch so ein Zwasser. Wir brauchen mehr Kisten. So. Das Spinnenei war da drüben. Ihr kommt jetzt da rein, auch wenn ihr nicht da rein gehört. Und ihr auch. Also wir haben Hammer. Wir haben das Käfernetz. Wir haben die Axt. Wir haben einen Speer in der Hand, wir brauchen unbedingt noch eine Pickaxe. Die hat zu wenig Punkte, richtig? 3%, also ja, richtig. Wir bräuchten also dich mit unserem letzten Flint. Apropos die Flint, wir haben gar keinen Flint mehr hier auf der hohen Kante. Das ist ja übel. Also gut, wir haben das Amulett, wir wollten eventuell noch eine Rüstung schnell zusammenschustern. Haben wir dafür die Ressourcen? Wir brauchen 2 Seile, die hatten wir doch hier. Hier, da. 2 Seile. Rüstung. So, das heißt, die wichtigen Sachen kommen jetzt alle da oben rein. Das Spinnenei wollten wir auch noch hinten tun in das Lager. Obwohl hier kein Platz mehr ist. Also kommt es auch in eine von den Kisten da drüben. So, also wir haben Essen. Wir haben Gras. Wir haben Stöcke. Wir haben 2 Pickaxen. Wir haben einen Flint für was auch immer. Wir haben das. Wir haben Holz, um eventuell eine Fackel zu machen. Wir haben Gras, eine Fackel zu machen. Wir haben Essen. Okay, go, go, go. Und wir haben 2 Extra-Leben quasi durch die Statue und durch das Amulett. Also ja, es müsste so klappen. Das war jetzt wahrscheinlich wieder zu unüberlegt. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir nicht wirklich sterben können, ist ein wenig der Kitzel raus. Also ich gehe jetzt doch öfters mal auch ein Risiko ein. Gucken wir mal. Wobei es natürlich richtig fies wäre, wenn es so eine Art Prozentwert gibt, mit dem man wiederbelebt werden kann. Und sei es nur 90%. Das heißt ja, wenn man 10-mal stirbt, ist die Chance recht groß, dass es dann irgendwann mal vorbei ist. Und das sollten sie auch einführen. Also sonst stellt man einfach 20, 30 von diesen Statuen auf, wenn man genug Ressourcen später hat. Und kann nie sterben. Egal wie viele Wölfe kommen. Es ist, na, obwohl. Die Wölfe können ja auch Sachen kaputt machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, dann müsste man die 20 Statuen taktisch über alle Inseln verteilen. Und immer genug Ressourcen haben, um die eine Woche zwischen den Wölfeangriffen zu überstehen. Also ja, es müsste gehen. Und warum ist da oben ein Schwein? Komm mal kurz her. So, Schweinekönig. Kann ich dich zwangsangreifen? Nö. Ja, der Schweinekönig ist jetzt ganz alleine. Eigentlich hätte er schon vorher alleine sein müssen, weil ich habe... Das ist komisch. Ich habe doch alle Hütten hier abgerissen. Oh, oder das sind die alten Schweine. Das heißt, als deren Hütten weg waren, sind die einfach hier geblieben. Das ist ja auch irgendwie traurig. Aber na gut. Noch ein Schwein. So, jetzt kommen wir gleich zu dem schwierigen Teil. Durch den Sumpf durch. Aber wir haben noch jede Menge Zeit. Wir haben Essen, wir haben volle Leben. Wir könnten versuchen, das Inventar so umzumodeln, dass wir die Rüstung anziehen können und trotzdem hier das ganze Zeug irgendwie mitnehmen. Das Flint müssen wir dazu hinschmeißen, das will ich auf keinen Fall machen. Oh, und ich sollte darauf achten, wo ich hinlaufe, das ist viel wichtiger. Oh, nicht zu nah daran. Nicht zu nah daran. Und mit etwas Glück finden wir wieder so ein Tentakelfetzen. Woran auch immer das letzte Tentakel gestorben ist. Das wäre so ein dober Frosch in der Nähe bestimmt. Oh, oh, oh. Da ist der Frosch.
Mann, sind das viele. Aber ja, sobald man einmal raus hat, worauf man achten muss, was ja nicht wirklich viel ist, und man sich auch gut genug konzentriert, was schon eher der Punkt ist bei mir, ist der Sumpf doch nicht mehr so gefährlich, wie er einmal war. Ich denke, am Anfang hat man sich auch einfach sehr viel Panik gemacht und dadurch dann mehr Fehler. Aber ja, das kriegen wir jetzt schon gut hin. Wir sind gleich durch. Kein einziger Zwischenfall. So muss das sein. Dafür ist unser Hungerbalken inzwischen ganz schön hoch. Aber ich werde jetzt nichts essen. Genau dann, wenn wir gerade am Kauen sind, kommt bestimmt ein Tentakel an. Muss ja nicht sein. So, runter. Jetzt können wir essen. Und zwar die da. So. Bieneninsel. Plan ist, wir hauen jetzt einfach einmal gegen den Bienenstock. Haben einen Blick auf die Uhr. Und ich habe die Kohle nicht mitgenommen. Ich vergesse immer irgendetwas. Okay, wir gehen kurz vor Holzhacken. Ah, das ist ein schön großer Baum. Sehr gut. Also ja, wir haben zwar 8 Holz, aber ich hätte gern ein bisschen was davon aus Reserve, um halt Fackeln zu bauen, wenn es dann notwendig werden sollte. Das heißt, wir hacken jetzt den Baum auch noch ab. Danach hauen wir die Bienen einmal an. Lassen die uns verfolgen, dann fliegen die hier irgendwann wieder zurück und legen sich neben eine Blume. Was recht komisches Verhalten ist. Aber so machen die das halt. Und dann versuchen wir das... Oh, da liegt schon eine neben der Blume. Sehr schön. Du? Fang. Flupp. Das ist ja einfach. Okay. Schmetterling, können wir dich auch fangen? Oh, böse Bienen. Hier sollten erstmal warten, bis sie nicht mehr aggressiv sind. Fliegt mal zurück, ihr Viecher. So, was essen, zurücklaufen, denn es wird auch gleich wieder dunkel. Aber wir haben hier vorne ja gleich ein Lagerfeuer. Das passt schon. So, Bienen, du, komm her. So, Nummer 2. Wir brauchten 3 Stück für eine eigene Bienenkolonie. So, und man kann auch im Kampf die fangen, also als quasi Angriff, das ist schon mal sehr gut. Jetzt machen wir hier Feuer. 1, 2, 3, noch oben drauf. Sehr schön. Ja, doch. Der erste Schritt hat schon mal geklappt. Ich glaube, ich reiz das noch ein wenig weiter aus. Und zwar haue ich jetzt den Bienenkorb nochmal an. Oh, sehr schön. Und mache ihn kaputt, um an die Honigwabe zu kommen. Honig, Honig, Honig und eine Honigwabe. Sehr gut. Das heißt, wir müssten jetzt in der Lage sein, unseren eigenen Bienenstock zu bauen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir das sehen können. Ja, Bienenbox. Eine Honigwabe, 4 Bienen, 2 Bretter. Schön, schön. Das heißt, wir könnten gleich den anderen Bienenstock auch noch mitnehmen oder hoffen, dass wenn wir die Bienen lang genug züchten, wir extra Honigwaben bekommen, um so aus einem Bienenstock mehrere zu machen. So funktioniert das in Real Life ja auch. Ich glaube, wir lassen es bei einer. Denn ich würde ja doch ganz gerne morgen zu den doofen Augen gehen. Und diesmal nicht im Halbdunkeln, wo die dann aggressiv werden. Ich hoffe einfach mal, dass die tagsüber jetzt ganz normal friedlich sind wie vorher auch. Dann huschen wir dahin, kloppen den ganzen Tag über Steine und laufen dann hier wieder zurück. Weil wir werden nicht da übernachten bei dem Lagerfeuer. Auf keinen Fall. So, dich nehmen wir auch noch mit. Und dich auch. Und was können wir mit dem Honig machen? Können wir dich irgendwie brutzeln? Nein. Wahrscheinlich verkochen. Aber dazu brauchen wir erstmal den Stein. Den geschliffenen, besser gesagt. Inventarplatz ist nicht so toll, aber wir brauchen eh nicht so viel. Flint haben wir schon einen Platz von. Da kommen hier die Steine rein. Hier eventuell noch die Eier, die wir finden. Und das war's dann auch schon. Ja. Die Samen koche ich jetzt mal nicht, weil sonst finden wir gleich unterwegs wieder neue Samen. Dann haben wir noch einen Inventarplatz weniger. Haben wir irgendwas zu tun in unserem Lichtradius? Das war nur sehr knapp in unserem Lichtradius, aber ja. Nö, sonst nichts zu tun. Gut, dann gucken wir mal die Forschungsdinger durch. Einfach so als Anreiz, um zu gucken, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich unbedingt machen wollte. Ja, das würde ich jetzt aber gerne nochmal machen, einfach um sicher zu gehen, dass das Teil wirklich mit der Zeit verschwunden ist und nicht durch die Steam-Cloud-Geschichte verschwunden ist.
Ah, das ist auf der Liste. Wir hätten gerne eine Fishing Rod. Hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Wir kommen ja so relativ gut an Essen ran, aber irgendwann sollten wir es auch mal ausprobieren. So, Vogelkäfige braucht man eigentlich gar nicht mehr. Wir haben jetzt hier die richtigen Käfige, richtigen Fallen, die das auch machen. Straw Roll, nö. Ein Zelt. Willow spielen ist mir zu gefährlich. Und die anderen Charaktere können wir erst freischalten, wenn er hier stirbt. Also richtig stirbt und dann Erfahrungspunkte bekommt. Und das will ich nicht wirklich. Finde ich auch ein wenig schade, dass man die anderen Charaktere erst spielen kann, wenn das Spiel vorbei ist und nicht so zwischendurch. Aber na gut, das wird hoffentlich noch geändert. Also dass man so am Ende jeden Tages irgendwie Erfahrungspunkte bekommt für den Account. Und so dann nach und nach die anderen Charaktere freischalten kann. So, jetzt aber Konzentration. Eventuell werden wir gleich von einer Horde Vögel angegriffen. Also diesen einäugigen Riesenstelzenvögeln. Hab immer noch keinen Namen für die ausgedacht. Vielleicht gibt es ja auch schon offiziellen. Aber ich gucke zwar ab und an ins Forum, primär eigentlich nur, um meinen eigenen Thread zu pushen. Aber ja, das habe ich noch nicht gelesen, wie die Hintergrundgeschichte von dem Spiel so ist oder ob es da eine wirklich ausgeklügelte gibt. Könnte man mal nachgucken. Wenn nicht, wird irgendein Spieler schon sowas zusammengebastelt haben, denke ich mal. Die Community ist ja richtig schnell am Wachsen. So, jetzt schön vorsichtig. Erstmal den Speer in der Hand behalten. Und kommst mit. So, da ist ein Auge. Es ist aber nicht Rotblut unterlaufen und es greift uns auch nicht gleich an. Sehr schön. Also hängt es wirklich mit den Mondphasen zusammen oder mit der Tatsache, ob es Tag oder Nacht ist. Was beides für uns nicht wichtig ist, da wir hier... Was kratzen irritiert mich jetzt noch mehr? Ah! Oder sie sind einfach aggressiv, sobald man nah genug rankommt. Ah. Und da wollte ich gerade sagen, das interessiert uns ja eh nicht. Wir bleiben hier sowieso nicht so lange hier. Also ja, vorher fand ich die ja noch irgendwie ganz niedlich, abgesehen von diesem Hufeschaden, das ein bisschen zu aggressiv aussah. Aber jetzt... Na gut, beeilen wir uns einfach hier, klauen dann trotzdem die Eier, weil wir den einfach weglaufen können. Und wo wir hier sind, würde ich eigentlich nochmal ganz gern die Insel einmal umrunden, um zu gucken, wie viele Wege von hier weggehen. Denn ich bin immer noch auf der Suche nach einer Insel mit mehr als zwei Ausgängen, damit wir endlich aus dieser Perlenschnur rauskommen. Das finde ich ein wenig nervig, dass wir halt immer von einer Insel zur nächsten hoppen müssen und keine wirkliche Auswahlmöglichkeit haben. So, kaputt. Okay, neu. Weiterkloppen. So, was sagt die Uhrzeit? Oh, wir haben noch gut Zeit. Flynn kommt mit. Laufen wir erstmal hier oben rum. Und nehmen so jedes zweite, dritte Ding mit. Wir können die Steine ja auch gleich zu richtigen Steinblöcken verarbeiten, wegen Platz. So, da ist schon mal ein Ausgang. Da gucke ich auch mal ganz kurz hoch. Mal wirklich nur ganz kurz. Obwohl, haben wir genug für ein großes Lagerfeuer? Ja. Dann baue ich da schon mal ein kleines Lagerfeuer hin. Ach, das wird wieder so ein ewig langer Weg. Jo. Na, mal gucken, wo das hinführt. Also richtig schön wäre natürlich auf einer der ersten Inseln, aber dann hätten wir davor einen Weg gesehen. Und so Einwegportale oder Einwegwege kann ich mir nicht wirklich vorstellen. So, eine neue Insel. Was bist du für eine Insel? Du bist auf jeden Fall schon mal eine Insel mit einer Feuerstelle. Kaninchen. Das ist gut, aber es ist nur ein Kaninchen. Das scheint wohl eine ganz normale Insel zu sein mit Spinnen. Wo ist mein Speer? Da ist mein Speer. Wir haben Feuerholz? Ja. Wir haben Essen? Ja. Gut, dann können wir heute Nacht auch hier bleiben. Zeit läuft langsam aus. Und es scheint eine recht große Insel zu sein. Es gibt Beeren hier, es gibt Stöcke hier, es gibt kaum Gras. Dafür nochmal Spinnen und bisher kein zweites Kaninchen. Also es ist wohl doch keine Kanincheninsel. Aber wir hatten ja auf der
Schweineinsel zum Beispiel auch ein einziges Kaninchenloch. Und auf unserer Farminsel auch. So, und er ist hungrig. Ja, eins, zwei, drei, vier. Ja, ist also eine 0815 Waldinsel, nenne ich sie mal. Zurück zum Lager. Und dann erstmal schlafen, in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, ob die Schlafsäcke stapelbar waren. Wenn ja, wären die vielleicht doch ganz praktisch. So, wo waren die Schlafsäcke? Da, die brauchten 6 Gras, ein Seil. Also eigentlich nur Gras. Machen wir mal ein Feuer darauf. Machen wir mal ein Rope. Und machen jetzt einen Schlafsack. Machen noch einen Rope. Du leg mal dahin. Und machen noch einen Schlafsack. Und die sind stapelbar. Sehr schön. Das heißt, wir müssen einfach nur 3, 4, 15 Tage damit verbringen, Gras zu sammeln. Und könnten uns dann einen Stack von den Teilen machen. So, dich nutzen wir mal. Und gucken, ob wir jetzt schon bis zum Tag springen und wie viel Essen wir verlieren. Wow. Sehr viel Essen. Okay. Machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Also bis denn.